Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, diesmal wieder am Donnerstag, denn gestern kamen ja Viridium in die Raids, das habe ich heute schon mal gesagt im Video vom Buddy-System und deshalb verschiebt sich das natürlich wieder um einen Tag. Wir wollen euch aber das nicht vorenthalten, denn es gibt wieder mal die Highlights der Woche für euch und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche bei der Pokémone, die hat ein Shiny Sichlor gefangen, immer noch richtig cooles Pokémon, richtig cooles Shiny. Dann der Kenny hat wieder ein bisschen getauscht, hat ja ein 100%iges Traunfugil bekommen. Boah, Alter. Ein 100% Traunmugil. Was soll ich? Traunfugil bekommen? Ich bin immer zu bei Muckel, warum auch immer. Was ist ein Muckel, Mann? So nennen manche Leute ihre Hasen. Habt ihr auch schon mal Muckel gehört, das Wort? Schreibt es mal in die Kommentare. 100% Traunfugil bekommen beim Tauschen. Dann der Sly, also der Sylvester Stallone, der ist nämlich auch bei uns und macht mit uns Raids, hat ein 100%iges Porygon bekommen. Das ist natürlich richtig genial. Dann der Kenny auch aus einem 2-Kilometer-Ei ein Shiny Mobile. Ich Idiot, ich habe damals 10.007.000 Kilometer-Eier gebrütet auf der Suche nach Mobile, habe keins bekommen, musste mir dann wieder mal eins tauschen und jetzt kriegt er das einfach aus einem 2-Kilometer-Ei hinterhergeworfen. Bobserob sitzt am Krankenhaus mit einem Roselia, das dürfte sogar Level... Ne, der ist glaube ich noch nicht Level 40, ist aber auf jeden Fall ein richtig hohes Level, richtig krasses Level. Aber wenn der 38 ist, dann dürfte der Bogen trotzdem schon so voll sein. Kann sein, dass das ein Level 35er ist auf jeden Fall mit 96%. Ihr seht 15, 15, 13. Roselia, richtig fettes Pokémon. So Roserade, richtig guter Gift- und Pflanzenangreifer. Bobserob ebenfalls und das daneben mit einem Shiny Sneebel. Kein Krypto, hat er also so normal wild gefangen, auch richtig genial. Robby hier, das gab's auf dem Großen, da gab's auf dem Großen auch eins mit einem Shiny Burmi. Ihr seht, das ist ja wieder jetzt eine Woche alt, ne? Müsst ihr zurückdenken. Und ein grünes gleich hinterher, also er auch übelst abgeräumt. Habt ihr Shiny Burmi bekommen? Schreibt's nochmal in die Kommentare. Deferis hier mit einem Shiny Alola Slimer. Das dürfte aber aus einem 7-Kilometer-Ei gewesen sein. Der Bockwurst-King mit einem 100% Fluffeluff, der hat bei den Babys immer richtig Glück. Dann der Kauri 87, leider kein 100er, gerade gefangen, aber trotzdem gute Werte, nettes Level, nämlich ein 98er Gekka-Bohr, was auch zum Gewaltro wird, hat er hoffentlich entwickelt beim Super Sea-Day-Wochenende, um eben die Flora-Statue Legacy Sea-Day Spezialattacke mitzunehmen. Thiago hat uns hier gezeigt, ein Krypto-Arktos, ach Krypto-Zapdos, steht doch da, ein Krypto-Zapdos mit relativ guten Werten. Wenn er das erlöst, wird das also auch ein 98er mit 15, 15, 14. Das ist also richtig genial, ein 100er wäre natürlich noch krasser. Trotzdem, habt ihr einen 98er Zapdos, schreibt es mal in die Kommentare, würde ich auf jeden Fall dann hochziehen, ist ja dann auch günstiger. Dagro mit einem 100% erlösten Lavita auf Level 25 habe ich letztens auch erlöst und mit der Sea-Day-Attacke dann entwickelt. Also willkommen im Club. Der Keller mit einem 100% erlösten Trassler auf Level 25. Ihr seht die Rocket Stops. Ich habe zwar jetzt schon seit 200 Jahren kein mehr gemacht, aber die lohnen sich immer noch. LOL, Juli HBN. Da ging es natürlich darum, dass irgend so ein Grafikbug im Spiel war seit dem neuen Update und irgendwie die Schrift total komisch war. Alle mal gesagt haben, Missing No in Pokémon Go, guckt euch das an. Der Deferis, selber habe ich auch. Da ist es sogar noch schlimmer. Da sind sogar hier die Typen, Gewicht, Größe, selbst Sternstaub und die Bonbons. Wird alles einfach nur richtig komisch angezeigt. Man konnte noch nicht mal mehr den Namen sehen. Da war es natürlich auch schwer zu bewerten mit Kalzi oder irgendwelchen anderen Sachen. Dann der Bockwurst-King, jetzt steht wieder eigene Nummer da, mit dem alten Fluch, der nimmt das einfach mit, der hat jedes Mal, hat er drei Werte als die besten Werte, aber statt 15, 15, 15 kriegt er jedes Mal 14, 14, 14, das verfolgt den immerzu von Sendung zu Sendung. Dann der Alexander Hoffmann,
Alexander der Hoffi auf jeden Fall mit einem Shiny Sneeble. Gab es also auch relativ häufig, genau wie Shiny Onyx. Das sind, glaube ich, die zwei Shinies, die sowieso eine erhöhte Shiny-Rate haben. Onyx wurde ja nicht mit einem Event eingeführt. Das gab es ja einfach so, gab es also nicht vermehrt. Sneeble gab es auch nicht vermehrt, dürfte also auch eine höhere Rate haben, genau wie Kaumalat, weil das ja sowieso so extrem selten ist und eben jetzt aus Eiern oder Wild zu fangen ist. Der Vorbelaste zeigt uns die Raid-Stunde in München gestern. 16 Terrakium-Raids in der Nähe. Ist schon eine Woche alt, ich muss es nochmal dazu sagen. Denn, ihr wisst, ab gestern kam ja das andere Ding da, der grüne Bruder, in die Raids. Deswegen, das Viridium hat Terrakium also abgelöst. Dann der Fischi, endlich auch ein Shiny, aus Verzweiflung, hat ja endlich sein Shiny Burmi bekommen. Guckt euch das an, sogar das Gelbe sowieso das seltenste von den Burmis. Er einfach mal ein Shiny hier, hat er sich gebastelt, da ist er stolz drauf. Und das zweite, erste Shiny auf dem kleinen Account beim Robby, das muss man erklären. Das erste Shiny, was er bekommen hatte, war ein rosanes, männliches Burmi. Das hat er mit mir dann aber getauscht und hat jetzt auf dem kleinen Account also ein Shiny Onyx gefangen. Das ist also jetzt sein erstes Shiny, obwohl er ja schon mal ein erstes Shiny hatte, also das zweite, erste Shiny. Das hat keiner verstanden, aber ist ja egal, man muss das ja nicht immer an die große Glocke hängen. Ich bedanke mich trotzdem beim Robby natürlich für das Shiny Burmi, richtig coole Sache. Hat auch hier ein 98er Barschwan noch bekommen. Auch mit relativ guten Level. Meine sind alle total. Ich glaube, ich habe sowieso nur welche aus der Forschung behalten damals. Also als dieser Forschungstag war mit den Aufgaben. Da habe ich, glaube ich, einen 100er raus. Aber das ist ja nur Level 15 gewesen. Habe ich trotzdem, glaube ich, gemaxed. Ja. Das ist natürlich da ein 100er. Das wäre richtig krass, wenn man die IV noch verbessern könnte. Das zu einem 100er machen. Dann maxen, spart man auf jeden Fall wieder einiges. Der Adi hat, glaube ich, gerade genießt. Da ein Shiny Skorgler beim Bockwurst King vorbelastet, zeigt uns hier noch einen coolen Dude. Da hat wohl wer keine Lust auf Arena-Kämpfe, gewonnene Kämpfe einfach mal 0. Auf Level 37 0 gewonnene Arena-Kämpfe. Wie geht sowas? Dann Stefan Landei zeigt uns einer meiner Instinct-Buddies, der ist mit seinem Taubsi mittlerweile 4100 Kilometer gelaufen. Schilling hat letztens irgendwas gesagt, er hat bei seinem Taubsi, glaube ich, 7000 Kilometer. Was ist euer bester Buddy? Mit welchem Buddy seid ihr bisher am meisten gelaufen? Beziehungsweise was ist eure höchste Buddy-Distanz? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann wieder Kauri87, der hat ja ein Shiny Ele-Kit aus einem Ei bekommen, hat es dann auch entwickelt zu Electek. Das was ich zwar habe, aber noch nicht entwickelt habe, das könnte man in eine Elektro-Folge machen, aber das hat noch keiner vorgeschlagen, dass ich alle meine Shiny Elektro-Pokémon entwickeln soll. Alternativ könnte man immer noch die alle Baby-Shinies entwickeln machen, dann wäre das ja da auch dabei. Dann Thiago noch 96%iges Ramaidon, ein 96%iges Gorgro, ein Shiny Glutexo, ein Shiny Sichlor, ein Shiny Mamutel. Also der hat da richtig abgeräumt. Das ist der neue Shiny Nägelmon. Ich sag's euch. Engelchen auch mit einem Shiny Jurob. Die hat mich ja bei meinem Viridium Raid unterstützt. Sagen wir mal. Kam spontan dazu. Richtig coole Sache. Grüße gehen raus. Glückwunsch an das Shiny Jurob natürlich. Ash Ketchup aus dem 7-Kilometer-Ei mit einem Shiny Alola Mauzi. Der Bockwurst King auch wieder mit einem 98%igen Bonita. Eigentlich müsste ich die ganzen 98er rauslassen, nur die 100er mit reinnehmen oder die Shinies, aber wir wollen mal nicht so sein. Auch endlich das erste bekommen beim Alex Hoffi, ein Shiny Shinux. Da habe ich ja auch relativ früh alle drei bekommen, durch einen zweiten Account, mit dem kleinen Account immer die Raids gemacht. Und auf den großen dann rübergetauscht. Die waren, glaube ich, alle drei sogar vom selben kleinen Account in kurzer Zeit. Dann habe ich ein bisschen getauscht mit Pupsi. Hab ein Kobalium bekommen. Da wollte ich nämlich Bonbons sammeln, dass ich meinen 100er hochziehen kann. Und habe beim Tausch einfach nochmal ein 100er bekommen. So hatte ich dann also zwei Stück, wenn man das sieht. Das eine war schon fast auf Max. Das andere normal mit 17,27 und 100%. Ah. Was würdet ihr damit machen? Wegschmeißen, aufheben, nochmal maxen würde ich das ja auf jeden Fall nicht. Oder 200er Kobalium maxen?
Das wäre doch Quatsch. Bockwurst King, Event vorbei. Jetzt kommt das Ding, auch mit einem Shiny Onyx natürlich. Der Tim mit einem 100% Terrakium kurz vor Eventende, kurz bevor das abgehauen ist, kriegt er noch ein fettes Terrakium. Der hat ja auch ein fettes Darkrai bekommen, kurz bevor das abgehauen ist. Also ich kriege immer die Scheiße als 100%ige, siehe Kobalium, und er haut hier die Dinger raus. Terrakium 100%, hätte ich sofort auch gemaxt. Fischi, Wildfang in Hesselried, Late Night, Pokémon Go, lohnt sich also doch. Shiny Smogon natürlich. Frank Behrendt hier mit einem Shiny Zapdos aus dem Feldforschungsdurchbruch. Grüße nach Kölleda, nicht aus, diesmal gehen sie nach Kölleda. Hier seht ihr das auch, ist sogar hier, Zapdos wurde am 14.12. in Kölleda, Thüringen gefangen. Mit relativ guter Bewertung, das sieht aus wie beim Bockwurst King. Das hat er doch bestimmt geklaut von ihm, weil er auch überall Werte von 14 hat. Robby noch mit einem Shiny Mankey, Julius mit einem Shiny Quiekel, da ging es nämlich dann schon in den C-Day über. Shiny Bummels beim Julius, Shiny Quiekel beim Robby, der Mannauto Aim hat ein Gewaltro entwickelt, ein Shiny mit Flora-Statue der C-Day-Attacke, Divine Tari, The Vain Terry, ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht, Shiny Kindwurm auf jeden Fall, Bockwurst King, wieder mal alle Werte auf 14, und ihr seht jetzt auch, dass das also ein 93er dann ist, wenn man das macht. Der ist ja immer der 93er Boy. Ich habe ein wildes Mauzi erledigt, auch vom Bockwurst King, auch schön anzusehen. Robby mit einem Shiny Kindwurm. Kotbrot zeigt uns da seine Ausbeute. Kanimani, Bummels, Kindwurm, Gekkabor, Quiekel, Letterking entwickelt, Flemly Kindwurm, alles dabei. Und Ash Ketchup, ab Mund hier waren das meine Shinies heute, echt nicht viele, hat aber trotzdem mehr als ich. Ich habe nämlich nur 8, nee 9, obwohl ich habe ja das Quiekel weggeschickt, also hatte ich auch 10, genau wie er. Kindwurm, Jungblut, Flemly, Quiekel, Gekkabor, Gewaltro, Flemly, Bruder Lander, Bummels, Mundtier. Aber davor hat er noch was Krasses, und hier hat er sogar ein Luxio oder was das ist entwickelt. Dann Nägelmon, Shiny Quiekel, Sally Maus, 51 WP mit einem 100%igen Kindwurm auf sehr niedrigem Level. Würde ich trotzdem einfach erstmal durchentwickeln für die C-Day-Attacke. Tobi, bunte Mischung heute, auch relativ viele Quiekel dabei, Kindwürmer, Tirakrok, Reptane, alles grün gehalten. Das einzige, was raussticht, ist das Flemly, weil das rot ist, das Panflam unten vielleicht noch. Mann, Auto-Aim, zeigt nochmal hier sein Gewaltro, was er da hat. Er hat auch einen Impagator entwickelt, Keifel, Mundtier, Jungglut. Hat sich da also auch von jedem gut was mitgenommen. Meine neue Autoklicker-Konstruktion mit Mini-USB-Ladebuchse vom Nachtmare. Sieht das nicht edel aus? Nee, sieht's nicht. Sieht auf jeden Fall komisch aus, und dieser komische Korken da, so würde ich auf jeden Fall nicht rumlaufen. Sieht, da würde ich mir doch wirklich so eine komische Kappe da anfertigen lassen oder so eine komische Kappe bestellen. Aber so, MacGyver muss man sein, dann klappt alles. Lift Up Raider, auch hier mit seiner Ausbeute, Logok dabei, Impagator, Brutalander. Das Gewaltro ist halt ziemlich low mit 500 noch was, aber ja, Hauptsache erstmal haben. Auch heute bekommen beim Ash Ketchup ein 98%iges Bummels, was er zum Letter King entwickelt hat. Alex Hoffi hier nochmal mit einem 100%igen Kindwurm, ist also relativ oft gekommen wahrscheinlich. Mit dem Go Plus gefangen sogar, also das muss man auch erstmal hinkriegen. Alles, was man braucht, um 23 Shinies zu fangen. Rezept einfach zweimal mit Zähne putzen. Also der Fischi, der hat ja am meisten abgeräumt. Am C-Day bei uns am ersten Tag hat er gesagt, er hat sich extra mit der Pokémon-Zahnpaste die Zähne geputzt. Deswegen hat er so viel Glück gehabt. Sieht man hier milde Minze, Mundmente. Also das ist, ach so, milde Minze soll das heißen in anderen Sprachen, in Pokémonisch, keine Ahnung. Vorbelastet nochmal, ein bisschen tauschen hat sich gelohnt. Logok 93, Flemly 96, Gekkabor 96 und noch ein 96er Brutalanta. Also kann man auch mal machen, alles Glücks-Pokémon natürlich. Hier der Pascal mit einem 100%igen Shiny-Chellas. Das finde ich nicht so ultra krass, mein Rücken tut nur weh, deswegen muss ich mich hier gerade vor und zurück bewegen. Trotzdem coole Sache auf jeden Fall. Grüße gehen raus nach Thema. 100% Shiny Chellas. Das hätte ja eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. Aber wir haben noch was anderes.
Dann Ash Ketchum, nach 5 Minuten das erste Shiny Trasla. Gleich das nächste Shiny Trasla. Das vierte Shiny Hydrobi. Was war denn das dritte? Die Nummer 5, Shiny Hydrobi. Nummer 6, Shiny Knackleon. Nummer 7, Shiny Panflam. Nummer 8, schon wieder Shiny Trasler. Mein 9. Shiny Knackleon. Dann kommt Kotbrot, macht ihm einen Strich durch die Rechnung, zeigt seine Ausbeute. Ihr seht, das war dann am nächsten Tag. Da gab es dann auch Hydrobi, Trasler vermehrt, alles Mögliche. Und Cellast, ja, da habe ich aber nicht gespielt. Da habe ich andere Sachen gemacht. Die Heike hier mit einem Shiny Cosilla aus dem Ei gebrütet. Gandalf Julius zeigt auch nochmal seine Ausbeute. Auch Gewaltro, hier ist auch ein dieser Samen dabei. Hat er wohl aus dem Raid gefischt, der Fuchs. Fischi, gerade ein bisschen am Raiden gewesen. Auch mit einem Shiny Bieser Samen natürlich. Dann auf dem Account gerade erlöst beim Juli ein 100%iges Ultrigaria. Kann man auch mal mitnehmen. Am Stadtwappen saß dann ein 100%iges Knackleon. Auch mit richtig krassen Level. Über 1000 WP gleich. Das sieht gut aus. Die Heike hat sich auch noch ein 100%iges Kindwurm ertauscht. Das habe ich ja auch entwickelt am C-Day für die Attacke. Also, oh, WP 16 sehe ich gerade, okay. Das hätte ich wahrscheinlich trotzdem nicht hochgezogen, denn ich habe schon damals einen 100er hochgezerrt. Dann ist mir wieder mal aufgefallen, bei den Leuten in meiner Liste, manche haben da wieder ihren Buddy umbenannt. Hier der King Zapdos Barsch war einfach mal Big Ramses genannt. Was dann besser passt als bei King Lavados hier, Big Ramses, einfach ein Mashok. Das sieht natürlich gut aus. Pokémone hier noch mit einem Shiny Zubat. Vorbelastet wieder, abgesehen davon, dass die Arena blau ist und nicht rot, sieht das echt cool aus. Jetzt stellt euch mal vor, die Arena wäre noch gelb gewesen. Wenn die ganzen gelben Elektro-Pokémon da drin sitzen, dann sieht das natürlich noch genialer aus. Das Dragoran hat mir noch was geschickt, läuft gerade als Glückstausch mit Shiny Glurak. Der hat also mit, das seht ihr hier, nee, das seht ihr nicht, das habe ich gelöscht, nein, das seht ihr auf dem anderen Bild hier. Er hat mit einem Spieler namens Shiny Glurak getauscht und hat dafür ein 98%iges Glücks, also Lucky Regi Gigas bekommen. Das auch richtig fett, würde ich auf jeden Fall hochziehen. Hier haben wir den Bisa-Fan TV. Wer den nicht kennt, schreibt ihn alle mal an, Danny Österreich auf Facebook. Das wäre eigentlich auch der Schocker der Woche gewesen. Neben dem 100%igen Shiny vorhin vom C-Day habt ihr hier mal ein 0%iges Shiny Kindwurm vom C-Day. Aber ist 0 und 100 vielleicht nicht beides krass und man kann sich nicht entscheiden? Obwohl 100 kannst du ja schneller mit einer Map finden, kannst du ausbrüten, kannst du raiden. Und 0 kannst du nicht so schnell finden, ausbrüten und raiden. Und deswegen ist 0 eigentlich immer noch mal krasser, wie ich finde. Dann haben die ein bisschen getauscht hier, Kotbrot, Lucky Sumpex, Lucky Gardevoir, Lucky Brutalander, relativ gute Werte natürlich, Terrorzicke mit einem Shiny Lunastein, Fischi zeigt uns seine Gegenstücke dazu, Lucky Kindwurm, auch relativ gute Werte natürlich, Lucky Sumpex dabei, Lucky Gardevoir, auch alles entwickelt, Kotbrot wieder mit einem Lucky Bummels, Fischi dafür mit einem Lucky Griffel. Tauscht der Griffel als, ja, okay. Dann endlich entwickelt, hat er sein Shiny Magnetilo zu Shiny Magnezone entwickelt. Jetzt sieht es leider hässlich aus und nicht mehr so cool wie davor. Konnte er ja aber nicht wissen, oder doch? Dann hat er noch ein Shiny Azuril gebrütet und zu Azumarill entwickelt. Hilfe, der Osterhase hat so viel Thunder getrunken. Das muss ich auch noch entwickeln. Was ist das? Wasser und Fee? Also müsste ich nochmal alle Wasser-Pokémon entwickeln? Hatte ich das damals noch nicht? Ich weiß es nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall, das zählt aber auch als Baby. Also alle Babys entwickeln, dann ist das auch dabei auf jeden Fall. Dann Smogmog haben wir hier heute früh noch gefangen, gleich entwickelt. Ist mein zweites, ein Shiny Smogmog beim Ash Ketchup. Frank Behrendt hier, schöne Grüße wieder aus Kölle da. Gerade eben wild gefangen, ein Kaumalat mit 869 WP. Mitchell mit einem 100%igen Evoli. Mitchell mit einem 100%igen Pandimos. Pokefreak Red hat auch ein Mauzi gefangen, wie man hier sieht. Beziehungsweise so eine Kap, das brauche ich mal von Adi, so eine schöne Mütze, da freut er sich. Dann beißt er und kratzt er mich noch mehr.
Dann der Bockwurst King wieder, so knapp wieder mal mit einem 96%igen Shiny Alola Mauzi. Aber was interessieren denn wirklich die IV bei einem Shiny? Die sind mir das sowas von egal. Tina, Shiny Ponita mitgenommen hier. Dann gab es auch endlich wieder Pässe, X-Ray-Pässe. Jetzt wusste ich schon gar nicht mehr, wie es heißt, weil es schon 10 Jahre her ist, dass wir Einladungen für die Brücke der Technik bekommen haben. Jetzt war es also wieder soweit. Einladungen für die Brücke der Technik, X-Ray, Regigigas. Wir werden natürlich vor Ort sein, werden den Live-Filmen mitnehmen und es hat ewig gedauert. Immerzu da geradet, hier geradet, dort geradet. Nichts ist passiert, wie ein Fluch, sonst jede Woche hat es geklappt. Jetzt letzte Zeit, alles Bullshit. Aber jetzt ist die Einladung da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Regigigas, auf den Regigigas Raid. Halten den wieder für euch fest. Das waren die Highlights. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom GEFA, ganz aktuell von heute. Ihr wisst, Mittwoch ist Viridium in die Raids gekommen. Mittwoch war legendäre Raid-Stunde mit Viridium. Der GEFA hat seinen allerersten Viridium-Raid gemacht und hat direkt ein 100%iges Viridium mitgenommen. Eigentlich müssten die ganzen Viridium-Sachen erst in die nächste Folge, nächste Woche kommen. Aber ich fand das so genial, dass der erste Raid einfach ein 100%iges war. Deswegen habe ich das heute als Schocker der Woche genommen. Mein Gott, mein Gesicht ist gerade so blass. Ich glaube, ich falle gleich um. Habt ihr heute auch Viridium gemacht? Genau. Habt ihr gestern? Boah, da kommt man so durcheinander immer zu. Auf jeden Fall, Viridium ist da. Keiner braucht es. Ein 100er würde man trotzdem natürlich gerne mitnehmen. Wir sind gespannt. Digga, was ist denn jetzt los mit der Farbe? Hallo? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sollte mir ein Zeichen setzen, dass ich aufhören soll. Das war es trotzdem von meiner Seite aus. 100% Viridium mitgenommen. Richtig genial. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben. Und am Ende natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Bis dahin, peace out, ne? Vorhaut, euer Ramses.